Wir wollen von den Wirth-Geschäftsführern Bernd Herrmann und Norbert Heckmann wissen, was bedeuten im Handwerk Bärendreck, Flohpeitsche, Bulleneier, Elefantenfuß und Affenscheiß. Und hier sind die dazu passenden Produkte. Ein Rollhocker, ein Dichtungsband, eine Kupferpaste, ein kleiner Hammer und ein Kabelsammelhalter. Erstmal nur die Namen. Affenscheiß. Oh, das weiß ich, was das ist, aber... Welches Produkt? Da fehlt der E. Aber machen wir weiter. Einsparmaßnahmen. Flohpeitsche. Okay. Das sollen Produkte sein, die wir verkaufen? Ja, Flohpeitsche. Probieren wir die Nummer 3. Elefantenfuß. Muss was Großes sein. Ja, genau. Feuchtel. Ich komme ein bisschen vor wie in der Wilhelma. Also Flohpeitsche, Affenscheiß, Elefantenfuß. Jetzt sehen wir mal schnell, was kommt. Bärendreck, das ist Bitumendichtstoff. Bitumendichtstoff, also gut. Also meines Erachtens. Okay. Bulleneier. Wo sind wir hier hin gerade? Und jetzt mit Produkten. Ausschlussverfahren, komm. Das hier, Elefantenfuß. Nein, Moment. Hier ist Kupferpaste, das könnte doch Ding sein. Bulleneier. Nein, wie Bulleneier. Das könnte Bärendreck sein. Komm, die Flohpeitsche ist der Hammer, oder? Dieser Mini-Hammer. Ja, das können wir schon mal. Können wir das einbauen? Als geklärt betrachtet. Also, ja. Moment. Das hier ist Elefantenfuß, oder? Ja, das ist Elefantenfuß, eindeutig. Kann nicht anders sein. Stimmt. Elefantenfuß. So, jetzt haben wir Bärendreck, das könnte das hier sein. Affenscheiß könnte das auch sein. Warte mal, Kupferpaste. Nein, das ist wahrscheinlich tendenziell. Dichtungsband. Warte mal, das glaube ich. Ich würde es so machen. Das ist Bärendreck hier. Das ist Affenscheiß. Also fast Kupferpaste. Bulleier. Ja, genau. Sie? Gut. Okay. Nee. Keine Ahnung. Gut, also. So. Also, wir sind uns völlig sicher. Ja. Wir sind uns völlig sicher. 100%. Es gibt keine andere Lösung. 100%. Es gibt keine andere Lösung hier. Weil wir sind Chef des Unternehmens und wenn wir es nicht wissen, wer dann? Genau. Und falls das nicht stimmen sollte, ändern wir die Begriffe im Lexikon. Okay, dann ändern wir das eben. Denn Affenscheiß und Bärendreck sind vertauscht. Und jetzt? Alles richtig. Alles richtig. Na, hätten Sie es gewusst? Holen Sie sich das Wörterbuch Handwerkisch Deutsch. Jetzt in Ihrer Wirth-Niederlassung oder auf wirth.de.